Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Hier ist die Goretti und da bin ich wieder in dem Westenstein und ich habe gedacht, jetzt mal die Geschichte über den Niedergang von Schloss Yolvan. Yolvan steht stolz und mächtig, geformt und geschaffen von Feien vergangener Zeiten. Wenn ihr uns hört, so schlafen wir noch. Doch seid frohen Mutes, Neuankömmling. Unsere Mächte sind alt, doch unsere Siege ewig. Wir haben dem Netzwald und den Wäldern des Sommers den Frieden gebracht. Wenn du das meinst, mein Freund. Ja, Schloss Yolvan, das war ja da, wo wir die Spinnenkönigin oder wie sie sich auch immer genannt hat, ich weiß es gar nicht mehr so genau, bekämpft und besiegt haben. Fäulnis und Verfall und Schmutz wuchsen aus diesen Sümpfen und Tälern und verbreiteten sich wie Krankheiten. Angeführt wurden sie nicht von einem Monster, nicht von einer grauenhaften Kreatur, sondern von ihr. Ihr, die allein schreitet, der Mutter von 100.000 Spinnen. Sie ist eine Königin des Netzes und des Gifts. Sie nennt sich selbst die Witwe. Genau, die schwarze Witwe womöglich. Ja, das war schon, ich glaube, wenn ich mir die Sachen jetzt hier anhöre, dann kommen die mir auch nochmal so ein bisschen in den Rückblick, was ich doch schon alles erlebt habe mit Tillino. Das Blätterdach erstreckte sich weit hin und hielt das Licht des Sommers ab. Doch wir drängten weiter vorwärts nach Katrus in die Höhle der Witwe. Wir waren bei unserer Ankunft geschwächt, doch sie war noch schwächer, da ihre Kinder vor unserem Marsch gestorben waren. Nach Eschara verbannten wir sie, und dann spürten wir den Ruf des Winters. Einige fielen in den Schlaf, ich hielt Wache. Für alle Zeiten fahl. Ein Winterwind bläst kälter als je zuvor. Der Sommer bringt unsere Brüder, unsere Clans nicht zurück. Was geschieht mit der Wache, die ich halte? Wie, den letzten Satz hat er verschluckt. Der Winter ruft mich schon und keine Ablösung in Sicht. Das ist aber nicht nett. Die Witwe wandelt. Ich spüre das Herz des Netzwalds mit ihrem Zorn pulsieren. Ihre Spinnen sind an den Toren. Wir glaubten, dieser Tag würde nie kommen. Die Witwe wandelt. Die Witwe wandelt. Ja, es war schon eine gruselige Witwe, muss ich schon sagen. Und da stehe ich vor Schloss Yolvan, wo wir die Witwe des Waldes bezwungen haben. Und ein Krudok musste ich natürlich auch noch bezwingen zwischendrin. Jetzt aber nichts wie zurück nach, sag schnell, nach Apotheure, natürlich. Jetzt ist die Frage. Mir wurde ja geschrieben, dass ich wahrscheinlich schon zurückkehren kann in die große Hauptstadt von Apotheure, beziehungsweise nach Adessa. Ich kann es versuchen, die Quest um die Reisenden geht auch dort weiter. Ich glaube, ich will es mal versuchen. Also ich hoffe nicht, dass mich da jetzt was Böses erwartet. Hä? Sag mal, wo ist denn... Ach, ich bin nur... Na, ich bin nicht weit genug nach unten gezogen. Okay. Ja, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich hoffe, das passt. Und die Wachen sind mir nicht mehr bös gesonnen. Ansonsten muss ich nochmal raus aus Apotheure und durch die Minen streifen. Das wurde mir ja gesagt, das könnte ich auch noch machen. Unter Umständen. Aber ich würde schon gerne tatsächlich... Aber sie sind mir scheinbar wohl gesonnen. Noch eine? Was noch eine? Was meinst du mit noch eine? Irgendjemand fand es wohl angemessen, euch im Sandsteingut unterzubringen. Ich an eurer Stelle würde dem auf den Grund gehen. Oh, verstehe. Ja, das ja, ist, geht schon. Das ist keine gute Idee, dass ich da untergebracht worden bin, ja? Naja, wir werden sehen, ob das gut oder schlecht ist oder was auch immer. Nee, ich habe nichts mit dir zu sprechen. Aber scheinbar sind die Prätorianer etc. pp. Was? Was machst du denn hier?
uns wohl gesonnen. Diese verdammte Stadt. Wann wird das nur jemals ein Ende haben? Ohne Esklat ist es einfach nicht mehr dasselbe. Wer bitte ist Esklat und wieso? Hab ich mit der schon gesprochen? Ja, verschwindet. Mein Gott, was seid ihr freundlich? Scheinbar ja. Ich wäre mir da nicht so ganz 100% sicher. Ey, Fliege, geh weg. Hier sucht eine Fliege herum. Die Insel. Ja, das ist ein neues Stadtviertel von Odessa. Und da gibt's natürlich gleich wieder neue Questen. Was erwarte ich auch anderes? Hallo, mein Freund. Was ist denn dein Problem? Seht euch nur an. Ihr wirkt bei weitem nicht so beschäftigt wie die anderen Menschen, die an den Gerüsten arbeiten. Ihr könntet perfekt sein. Also, Fremde, hättet ihr vielleicht Lust, euch ein paar Münzen zu verdienen, ohne dass ihr dabei ins Schwitzen kommt? Versprochen. Oh, da bin ich mir nie so sicher, wenn ihr das sagt. Erzählt mir erstmal was von euch. Die Scholaren fordern hin und wieder einen Assistenten aus den Laboratorien in den Wellen für die Basilika an. Und im Moment bin ich das. Ihr seid ein Scholar der Basilika Gnostra. Die Basilika ist der Ort, an dem die Scholaren Adessas leben. Es gibt dort neben mir nicht besonders viele Assistenten, aber ich komme zurecht. Mhm. Erzählt mir über dieses Viertel. Findet ihr euch zurecht? Die Basilika Gnostra ist das Zuhause der Scholaren Adessas. Das Forum ist das Zentrum von Adessa und hinter ihm liegt das Livrarium, Adessas Bibliothek. Und das Konsistorium befindet sich, nun ja, noch im Bau. Wie halb Adessa, habe ich das gefühlt. Erzählt mir von dem Forum. Selbst in seinem unfertigen Zustand ist das Forum ein architektonisches Meisterwerk. Ein angemessener Ort für den Sitz unserer Regierung. Wenn Adessa tatsächlich schon so alt ist, immer noch im Umbau, heißt das, dass Adessa passiert sowas wie allen anderen Städten passiert? Oh, es gefällt mir doch nicht so ein bisschen. Ich reiß nochmal ab und baue was Neues. Könnte sein, ne? Erzählt mir von dem Livrarium. Das Livrarium ist unser Hort des Wissens. In ihm finden sich die Arbeiten unzähliger Scholaren, Weiser, Historiker und Magier. Mhm. Man hört hier in Adessa ständig was schreien. Sind das Arbeiter, die von Podesten fallen oder was soll das sein? Es klingt fast so, fehlt nur noch dieses Matsch. Naja, egal. Erzählt mir von den Scholaren. Die Scholaren sind die gebildetsten aller Gnome. Man könnte sagen, sie sind die Denker unserer Gesellschaft. Okay, und worum geht es? Was darf ich für euch tun? Ich kenne nicht sämtliche Details. Dafür helfe ich hier zu vielen Scholaren bei ihrer Arbeit. Ich weiß aber, dass sich Scholarin Neren mit Fremdsprachen beschäftigt hat. Es ist somit äußerst wahrscheinlich, dass das Experiment eine sprachliche Studie sein wird. Scholarin Neren, wo kann ich beginnen? Scholarin Neren hat ihr Quartier in der Basilika Gnostra. Sprecht mit ihr. Sie wird euch alles Weitere erzählen. Okay, wie beginne ich das Experiment genau? Ihr müsst mit Scholarin Neren in der Basilika Gnostra sprechen. Sie wird euch dann sagen, was ihr tun müsst. Gut, aber du hast sicherlich nichts dagegen, wenn ihr es noch ein bisschen Zeit nimmt, ja? Weil, wie gesagt, ich würde das doch ganz gerne nichts. Erstmal für die, Ja? Scholaren und, für die Reisenden unterwegs sein. Tatsache, hier wird überall gebaut, ne? Schön! Ja? Guck mal, noch mehr. Noch mehr bauliche Maßnahmen. Und hier braucht muss ihr etwas? Nein, ich muss da hinten nur rein. Ich hoffe, ich darf da auch rein. Livrarium. Wer hat hier eine Waffe gezogen? Und da ist der junge Mann, um den es geht. Wetten, hier ist nochmal so ein Buch. Tilt-Sammlung, natürlich. Ja, her damit. Ich habe ja noch nicht genug Müll in meinem Inventar. Lass mich erstmal hier ein bisschen umschauen, weil guck, da ist
so ein Buch, was irgendeine Quest für mich hat. Das macht mir wieder Angst. Das ist bestimmt wieder so eine Sammelquest. Guten Tag, Fremde. Guten Tag, Donnes Werre. Ah, macht ihr einen Rundgang durch unsere großartige Stadt? Sie ist wunderschön. Von hier bis hin zum Sandsteingut. Ja, das stimmt. Sie ist wunderschön. Vor allen Dingen auch dieses Livrarium. Und du bist eine Templerin. Aha, Templer Donnes Werre. Ich überwache einen Großteil unserer wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Mächten. Der Weg zur Diplomatie ist in vielerlei Hinsicht mit Gold gepflastert. Okay, dann erzähl mir doch mal so, was machen Templer so den ganzen Tag? Wir sind sozusagen die Richtlinien Adessas. Mit unseren Händen und Stimmen führen wir unser Volk und unsere Nachbarn. Ihr führt sie, verstehe. Und dann erzählt mir doch mal ein bisschen von dem Livrarium. Ich muss unbedingt wieder dorthin zurück. Ich verbringe nicht annähernd so viel Zeit im Livrarium, wie ich möchte. Aber wir sind doch jetzt gerade im Livrarium, oder nicht? Bist du ein Geist? Sehe ich öfter etwas anderes vor mir stehen? Erzählt mir von dem Forum. Das Forum ist ein Ort für alle Gnome. Dort lernen wir Templer Demut vor dem Vertrauen der Bürger in unsere Führung. Mich würde mal interessieren, wie viele Templer gibt es in Adessa? Erzählt mir von Basilik. Sie ist das vielleicht gewaltigste Haus des Lernens in den gesamten Feenlanden. Die Vielschichtigkeit der Ideen und Gedanken dort drin ist wahrlich überwältigend. Okay, und zu guter Letzt, was haltet ihr von Adessa, dieser wunderschönen Stadt, die ständig im Umbau ist? Es wurde während der Anfangszeit des Krieges gegründet, glücklicherweise weit entfernt von den Kämpfen. Ja, das, mögen eure Reisen weit sein. Ja, und eure auch. Ja? Ja. Oh nein. Oh nein. Aber es ist wenigstens kein Clown. Oh Gott, ich habe mein Inventar nicht geleert. Oh no. So, es fehlt nur noch ein Buch. Juhu. Dann kann ich das, wenn sie denn nicht verbuggt ist, endlich abgeben. So, und was ist, hat es jetzt hier mit Aufsicht? Untersuche Kapitel 1, erste Pläne. Die Memorien von Galenon Hegem. Was ist denn das wieder für ein Name? Den Titel zufolge ist dies ein Kapitel aus den Memorien von Galenum Hegem, dem gnomischen Steinmetz, der Adessa entworfen und einen Großteil der Baumaßnahmen überwacht hat. Na, das muss ja schon lange her gewesen sein. Am unteren Rand der Seite befindet sich eine interessante Notiz, die andeutet, dass irgendwo in der Stadt ein Schatz versteckt ist. Das Buch nehmen. Muss ich das nehmen? Wahrscheinlich, ne? Um die Quest anzunehmen. Und noch mehr in meinem Inventar. So, gibt es hier noch was Interessantes? Hier hinten geht es irgendwie noch weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich hier schon sein sollte. Ich habe so ein bisschen Sorge. Ja, das wäre plündern. Das lassen wir dann mal. Dass ich hier schon wieder irgendetwas vorgreife. Nee, das möchte ich nicht. Ich gehe jetzt hier nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Knilch und frage, was ich denn für ihn tun kann. Aber jetzt weiß ich mal, warum das Ding hier Livrarium heißt. Andere nennen es Bücherei. Okay, mein Freund. Fasma Hum, zu dir sollte ich hin. Dich habe ich auch schon getroffen und zwar in einem Schloss. Grimm Ohnweg sowohl als auch dich. Und Grimm Ohnweg war in der letzten Folge wieder sehr merkwürdig, ja? Er hat so ein paar Probleme mit Hierophanten wieder mal angesprochen. Ich traue dem Hierophanten ja auch nicht ganz über den Weg. Aber mal gucken, was Fasma jetzt zu uns hat. Hatten wir dem nicht das Leben gerettet? Irgendwie sowas war das, ne? Schön, dass ihr euch entschieden habt, hier aufzutauchen. Ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht nervös gemacht hätte, wie mich all diese schlammhirnigen Gnome anstarren. Aber beeilen wir uns. Bevor ihr in die Schatzkammer geht, muss ich euch noch kurz erklären, worauf es ankommt. Ich muss jetzt gerade echt schmunzeln. Schlammhirnige Gnome. Sehr, sehr geil. Okay, Fasma, erzähl mir noch mal ein bisschen von dir. Vielleicht erzählst du... Und
Irion Kelchkönig, das war der andere. Ja, alles gut. Erstmal von dir. Es ist schon eine Weile her, seit sich unsere Wege zuletzt gekreuzt haben. Was? Naja, nachdem ich von diesem Fluch befreit war, habe ich mich Grimms Mannschaft angeschlossen. Und ich habe mich nach dem, was in Riten passiert ist, nicht verkrochen. Ich bin jetzt stärker und schneller. Ein besserer Dieb, als ich es unter dem Hierophanten je hätte werden können. Also hat dich Grimm Ohnweg unter die Fittiche genommen. Und ja, ich erinnere mich, wir haben ihn von einem Fluch befreit und somit auch von dem Tod bewahrt. Ja, was ist jetzt aus Irion Kelchkönig geworden? Hat er seinen Verlust überwunden? Dieser eierfressende, fuselsaufende, triefäugige, rutenschwingende Verräter! Dieser Schwachkopf von einem Jammerlappen wollte mich in den Tod schicken, was? Der kann was erleben, das schwöre ich euch. Jammerlappen, Gott, was flucht der herum? Was macht ihr hier im Livrarium? Es heißt, dieser Ort sei das strahlende Zentrum des Wissens, aber unter diesen Böden lauert eine Kälte, als wäre dort irgendetwas verborgen. Ja, das passt. Und was ist jetzt mit Hierophant und Reisende? Ein Haufen entrückter Gefolgsleute. Sie sehen nicht, was vor sich geht, weil sie zu beschäftigt damit sind, dem Hierophanten die verdreckten Stiefel zu küssen. Aber denen werde ich's zeigen. Ganz locker bleiben. Also, was gibt es dort noch? Grimm hat herausgefunden, dass die Gnome die Sendschreiben mit einem Zauber belegt haben, durch den sie immer wissen, wo sie sind. Krilgarin hat für dieses Problem eine Lösung gefunden. Das Tuch der Verdunklung. Bedeckt die Sendschreiben mit diesem Tuch und die Gnome werden vergessen, dass sie überhaupt existieren. Also, seid ihr bereit? Diese Reise geht leider nur in eine Richtung. Sobald ihr drin seid, müsst ihr euch selbst einen Weg nach draußen suchen. Oh, dieses Tuch würde ich auch gerne haben. Das würde ich mir dann ab und zu um meinen Kopf legen, damit einige Gedanken einfach mal verschwinden. Haha! Also, was sind die Sendschreiben doch gleich nochmal? Irgendein altes Buch. Und fragt mich nicht, was drinsteht. Was Grimm und mich interessiert, ist der Wert, den diese verfluchten Burschen den Sendschreiben beimessen. Ihr wollt es einfach nur verkaufen? Dafür dieser ganze Aufwand? Was ist das Tuch der Verdunklung? Ich weiß nicht, ob Krilgarin das verdammte Ding selbst angefertigt oder es gestohlen hat. Aber sie sagte, es sei einzigartig. Sobald ihr einen Gegenstand mit diesem Tuch bedeckt, vergisst die Welt, dass er je existiert hat. Klingt ziemlich nutzlos, hm? Im richtigen Moment ist es jedoch ein verdammt raffinierter Schwindel. Okay, ich will das Tuch doch nicht. Alle würden vergessen, dass ich existiert hätte. Nein, danke. Okay, wie komme ich da rein? Der Weg hinein führt durch diesen Rost. Ihr müsst unbedingt die Orientierung behalten. Das da unten ist ein wahres Labyrinth. Und seid vorsichtig, sie mögen ja Winzlinge sein, aber wenn sie von euch Wind kriegen, können diese Gnome ausgesprochen unangenehm werden. Na, also dann, toll. Ihr solltet jetzt lieber gehen und beeilt euch. Ich werde sie ablenken. Bringen wir es hinter uns. Oh Mann, okay. Hier muss ich rein. Schatzkammer des Livrarium. Na dann, hopp hopp. Ja, und hier sind sie mir natürlich alle feindlich gesinnt und ich bin ja der absolute Schleichcharakter, nicht? Na, das kann ja heiter werden. Lass mal gucken. Oh oh. Wie soll das denn bitteschön vonstatten gehen? Der dreht doch da bestimmt um. Nein, er geht da weiter. Kann ich einfach hinter ihm hergehen? Oder dreht er dann doch irgendwann um? Ich muss darüber. Nee, ich muss wahrscheinlich zu der anderen Seite hinüber. Na toll. Okay, pass auf. Du drehst dich nicht um, oder? Drehst du dich doch um? Er geht auch hier weiter. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich hin muss. Na, das kann ja jetzt heiter werden.
versuch mal mein Glück. Guck mal, die laufen hier im Kreis. Das ist gut. Wenn die im Kreis laufen, kann ich doch bestimmt hier einfach huschdi-wuschdi entlang. Da hinten läuft auch einer. Kann ich dem auch einfach hinterher? Ich weiß nur nicht, ob ich hier gerade den richtigen Weg nehme. Wenn ich jetzt einfach hier entlang rüberlaufe, da ist nichts. Verdammt. Hier bin ich völlig falsch. Kommt nur her! Nein! Och, komm! Ja, ist okay. Ergebt euch! Auf gar keinen Fall werde ich mich ergeben, du kleine Sackkarte! Ich weiß nicht, ob das so günstig war. Was auch immer ich jetzt hier aufgehoben habe. Also hier bin ich schon mal falsch. Total falsch. Sind die jetzt aufmerksam? Ist die Frage. Nein, sie laufen weiterhin im Kreise herum. Da kommt einer herunter. Das mag mir so gar nicht gefallen. Och, würdet ihr euch bitte ein wenig schneller bewegen? Gehen wir mal in die Knie. Wo gehst du rum? Hier entlang. Okay. Tilly, lauf schneller, schneller, schneller. Okay, okay, okay. Und weiter. Da hinten stehen sie. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich hin muss. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nirgendwo weiter. Ach komm schon. Es muss doch hier irgendwo einen Weg geben. Hier ist ein Weg angezeigt. Gut, dann versuchen wir unser Glück mal hier entlang. Sehr schwer, ist mir egal. Warte mal. Wozu habe ich das? Ah, shit. Ja, dem bin ich direkt in die Arme gelaufen. Okay, komm her. In den Dreck, Schurken! Auf gar keinen Fall, mein Freund. Erst du. Ergebt euch! Warum sollte ich mich ergeben? Gib mir alles, was ihr dabei habt. So, dann geht es hier wohl weiter. Kann ich jetzt vielleicht... Nee, da ist einer direkt hinter der Tür, so mehr oder weniger. Gottes Willen. Da sind aber verdammt viele. Ich glaube, das wird nichts mit dem Schleichen. Ich glaube, ich prügel mich hier durch. Ich bin einfach auch kein Schleichcharakter. Es ist einfach so, ja. Und guck mal, wie viele das sind. Da komme ich niemals durch. Das kann ich knicken. So, Jungs, dann kommt mal her. Komm her, Wächter. Komm mal her! Ich bin schon da, du siehst mich doch. Haben mich die anderen schon entdeckt? Ich glaube noch nicht. Hier entlang? Das könnte sein. Diese Tür wird mit einem Hebel in der Nähe geöffnet. Verdammt. Okay. Dann vielleicht hier entlang? Komm. Solange ich die Prismäre Dietriche jetzt noch habe, werde ich sie jetzt auch mal verwenden. Ist nur doof, wenn ich hier so durchhasche. Ja. Ich glaube, ich metzle mich wirklich durch. Dann kann ich mich auch hier wirklich umgucken. Für eventuelle Wissenssteine zum Beispiel.
Hä? Hier gibt's mir zu viele Spinnenweben. Ja, ja, mein Freund. Alles gut, komm her. Das wird euch lehren. Ja? Was wird es euch denn lehren? Ich weiß, es ist ja auch toll, dass man auch als Krieger wirklich alle Questen kriegen kann. Aber vielleicht hätten sie es dann doch so machen können, ja? Hey, ihr oh, da. Hallo. Hallo, mein Freund. Dich habe ich ja total übersehen. Aber so ein Gnom zu sehen... Ey, Tilly, schlag mal in die richtige Richtung. Ja? Ist auch ein bisschen schwierig. Ihr seid so klein. So klein und widerlich. Oh, Hauptsache, die nehmen es mir an der Oberfläche nicht übel, dass ich hier alles niedermetzle. Ergebt euch! Auf gar keinen Fall. Das war's mit dir. Hast du was für mich? Nein. Ja, aber andererseits hätte man dann auch nicht so diese lustige, nö, komm, Schreibtisch plundern will ich nicht. Ja, guck mal, mir würde sowas entgehen. Ha? Also alles, was stehlen ist, lasse ich einfach mal aus. Aber ja, wie gesagt, wenn du diese Questen schon kriegen kannst, obwohl du überhaupt nichts mit Gnomen-Dasein etc. pp. Zu tun, also mit als Schleichcharakter überhaupt nicht bist irgendwie, wäre natürlich doof, wenn du sie nicht bekommen würdest, weil sie sind schön, die Questen. Eine Inschrift. Auf der Truhe befindet sich eine Inschrift. Das Licht des Wissens ist die einzige Möglichkeit, die Geheimnisse im Inneren zu enthüllen. Aha. Das Licht des Wissens. Die einzige Möglichkeit, die Geheimnisse... Kohlenbecken. Aha. Das heißt, ich muss hier ein Rätsel knacken, so mehr oder weniger. Oh nein, ist das so ein Rätsel? Wurde die einen entzündet, die anderen gehen aus? Ja, ja, ist es. Eieiei, okay. Das ist böse. Das ist wirklich böse. Und da ist ein Hebel. Zwei nebeneinander. Warte, lass mich mal schauen. Wenn ich dich jetzt entzünde, dann geht das links neben dir aus. Definitiv. Aha. Lass mich mal eben schauen. Das ist auch aus. Die werden jetzt alle an. Aber das war es dann auch schon. Weil wenn ich das jetzt berühre, dann ist das aus. Das hier wahrscheinlich an. Und das ist das Einzige, was ausgeblieben ist. Ah. Genau so funktioniert das. Aber ich bin einfach zu schlecht in sowas, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einfach zu schlecht in sowas. Lass mich das hier mal... Kann ich es auch ausmachen? Kann ich. Ich kann es auch ausmachen. So, dann lass mich mal überlegen. Ne, da ist eins schon wieder in der Mitte. Und die gehen dann an. Ja, das finde ich nicht witzig. Ja, und jetzt hast du wieder nur einen. Ich kümmere mich da später vielleicht mal drum. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht gut in solchen Rätseln. Das ist sowas ähnliches wie Verschieberätsel, ne? Ist sowas ähnliches. Später. Ah, ich habe keine Prismäre Dietriche mehr. Und ich habe kaum noch Dietriche. Warte. Fuck, fuck. Ah, warum lasse ich die Tasse zu spät los? Okay. Okay. Und wieso habt ihr hier überall so viel Spinnweben?
Da sind noch mal so ein paar Gnome. Nee, bleib hier. Da hat sich mein Daumen so ein bisschen gesperrt. Ergebt euch! Okay, ist ja gut. Ich dachte, du läufst vielleicht in die andere Richtung, blöder kleiner Gnom. Das tut mir sehr leid, aber dafür musst du jetzt sterben. Ich muss die Geschichte um den Hyrophanten irgendwie auseinanderfriemeln. Also lass mich einfach in Ruhe, ihr dummen kleinen Gnome. Lebst du denn immer noch? Ei, ei, ei. Da ist es ja. Schwarze Seelen, Sendschreiben. Dies ist das Buch, nach dem du für Grimm suchen solltest. Falls Phasma recht hat, kannst du es nur stehlen, indem du es in das Tuch der Verdunklung einwickelst. Mein Gott, das Buch einwickeln. Was war das für ein Geräusch? Es klang fast so, als hätte ich irgendwelche Fallen aktiviert. Dadurch, dass ich das schwarze Sendschreiben jetzt genommen habe. Nee, Sendschreiben einfach nur, ne? Oh Gott. Ja, klar. Noch ein bisschen weiter hoch. Noch ein bisschen weiter hoch. Jawohl. Für nichts und wieder nichts. Jetzt mache ich mir hier meine ganzen Dietriche kaputt. Teufel und eins. Ah, ich würde den Ort hier schon gerne komplett mal durchknubbeln, ne? Also durchsuchen, weil da musste ich so viele Gnome töten. Das will ich auch nicht. Das ist doch echt. Weil ich einfach kein Schleichcharakter bin. In welche Richtung? Falsche Richtung, verdammt. Nur noch drei Dietriche. Ich darf auf gar keinen Fall vergessen, Dietriche zu kaufen. Spring. Ey, ich hab doch die Taste losgelassen. Was soll denn das? Nee, falsche Richtung. Verdammt. Ja, okay. Ich meine, das, was ich hier finde, ist schon teilweise auch sehr nett irgendwie, aber... Ich befürchte, ich muss hier raus und Dietriche kaufen. Und das da ist echt... Es ist ja schon... Och, wer ist denn jetzt hier schon wieder? Ach du! Das wird euch leer! Kenne ich dich nicht? Daneben, mein Freund! Ja, schlag du mal so ruhig ein bisschen durch die Luft. Das ist schon ganz prima. Und jetzt bist du... Aua, au. Lass gut sein. Hab ich dich betäubt? Wächter. In den Dreck, Schurken! In welchen Dreck? Und wieder betäubt. Wenn ich dich mal ausmache. Es lässt mich jetzt doch nicht locker, ne? Und dich auch. So, dann habe ich jetzt fast alles aus, bis auf eins. Und das ist schon falsch.
Ich wünschte, ich könnte das Spiel hier an dieser Stelle resetten. Ich wünschte wirklich, ich könnte das Spiel hier an dieser Stelle resetten. Gib mir mal die Gebietskarte. Ich bin noch nicht überall durchgelaufen bis jetzt. Und wo bitte soll ich da hin? Aus der Bibliothek entkommen. Ja, das wird kein Problem sein, weil ich werde mich hier überall durchmetzeln. Aber ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass mir die Karte mal anzeigt, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich bin doch nicht überall durchgelaufen. Das kannst du mir nicht sagen. Na gut. Versuchen wir mal unser Glück. Einfach hier aus der Bibliothek erstmal zu entkommen. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dieses Rätsel da zu lösen. Hallo, Freund Gnom. Ich schleich mal an dir vorbei. Einfach nicht bewegen, Gnom, dann lebst du länger. Ist der Gnom, die Gnome sind teilweise über mir, ne? Die sind gar nicht hier in der Höhle, auch das noch. So, weiterlaufen. Juhu! Puh! Hier sind sie mir alle wieder wohlgesonnen. Sag mal, bin ich in meinem Haus? Das ist ein Prätorianer. Ah, hallo. Ah, hallo. Hier wird viel gebaut. Oh, hallo. Oh, hallo. Was benötigt ihr? Noch eine Templerin. Oh, unser neuer Gast. Ich hoffe, ihr fühlt euch im Sandstein gut wohl. Es ist ein reizendes Gebäude. Ich bin tatsächlich... Ausbildung? Du weißt bereits alles, was dir dieser Ausbilder beibringen könnte. Maximal zulässige Talentstufe 6. Danke, Spiel. Templer Montaiel? Ich fördere viele der Scholaren in der Basilika Gnostra, die sich auf den Gebieten der Physiologie und Anatomie betätigen. Bei allem, was geschieht, wird die Welt Heiler brauchen. Verstehe. Ich bin jetzt hier in der Basilika Gnostra. Ich bin gar nicht in unserem Haus. Erzählt mir über euer Leben als Templer. Die Templer sind die Anführer des Volkes der Gnome. Wir sind zahlreich und uns nicht immer einig. Aber wir tragen die Tugenden unseres Volkes, sämtlicher Völker, in unseren Herzen. Verstehe. Und ihr hättet mich in Überzeugung ausbilden können? Ich wusste, doch, ich habe das schon ziemlich hoch geskillt. Aufgrund einer Quest. Für einen Templer ist die Kunst der Rhetorik unverzichtbar. Und natürlich beherrsche ich sie wie keine zweite. Aber ein derartiges Wissen sollte mit anderen geteilt werden, meint ihr nicht auch? Ja, das sollte, wenn ich nicht schon zu hochlevelig für euch wäre. Diese Stadt wird allen anderen Völkern ein leuchtendes Beispiel sein und ihnen von unserer Kunstfertigkeit, unserer Beharrlichkeit und unserer Meisterschaft in den Bereichen des Wissens und der Magie künden. Ja, vielen Gehabt Dank. Gehabt euch wohl. Vielen Dank für das, dafür, dass ich doch nicht Seid von gesegnet. Dir lernen kann. Oh Gott, mit denen kann ich ja alle reden. Möchtet ihr euch unterhalten? Im Augenblick nicht. Ich glaube, ich mache jetzt mal meine Abmoderation, weil wenn ich dann so auf den Wecker schaue, würde ich sagen, habe ich schon ziemlich weit überzogen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und ich bin gespannt, was ihr da so zu schreiben habt. Vor allen Dingen für bei diesem Verschieberätsel, was kein Verschieberätsel ist, sondern ein Leuchterätsel. Yo, ich bedanke mich auf jeden Fall, wie gesagt, recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Sag mal, hatte Tilly schon immer so einen Schmollmund? Und vor allen Dingen gesund. Seid gesegnet. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Ja, ihr auch. Tschüss.